So, liebe Ofenfreunde, es geht um Platten. Platten, Platten, Platten. Bromatplatten. Die Frage war oder ist, was sind denn Bromatplatten? Da muss man einmal ganz kurz aufklären. Bromat ist eine Marke bzw. ein Konzern bzw. die Marke des Konzerns, die eigentlich landläufig als Dämmplatten verwendet und bezeichnet werden. Das ist aber zumindest bei uns nicht mehr wirklich der Fall. Wir arbeiten meistens mit der Firma Silka, weniger mit Promat. Das kann aber jeder, der eine macht es so, der andere so. Ich kann jetzt nur für uns sprechen. Und die Materialzusammensetzung ist nicht gleich, weil jeder hat ja so seine eigenen Zauberpülverchen. Aber grundsätzlich ist die Basis Calciumsilikat. Ja, das ist nämlich das, was auch beim Rigips irgendwo mit einer Rolle spielt. Calciumsilikat ist ein sehr gut dämmendes Material, was ja, kaum Feuer fangen kann, also kaum brennen kann. Ist ja auch Brennstoffklasse A1 eingegliedert, also nicht brennbar klassifiziert. Das bezeichnet man im landläufigen Bereich oder landläufig halt einfach als Bromatplatte. Das können aber verschiedene Hersteller gemeint sein. Bromat ist halt einfach über die Marktdominanz, die sie halt nun mal haben, geadelt worden sozusagen. Und mittlerweile sagt man halt Bromatplatte, wenn man eine Dämmplatte meint. Das ist eigentlich der Hintergrund. Das ist eine Calciumsilikatplatte, die ist von verschiedensten Herstellern, also nicht nur Silka, es gibt noch die Firma Rath, es gibt noch die Firma Ordner, es gibt noch Prola, die haben auch alle Derivate davon, ähnliche Zusammensetzungen davon und so weiter. Silka und Promat sind allerdings die am meisten verwendeten Dämmplattenhersteller, weil sie einfach das beste Portfolio, das größte Leistungsspektrum haben und auch diese Systeme gut zusammenpassen. Das ist es eigentlich, ne? Promatplatte. Es ist, wie gesagt, am Ende nichts anderes als der Begriff Edelstahl, der ja auch nur ein Marken oder eine landläufige Bezeichnung für Chrom-Molybdän-Stahl ist. Sagt halt kein Mensch Chrom-Molybdän-Stahl. Sagen halt alle Edelstahl. Ja, und das ist bei vielen anderen Sachen auch so. Es ist in den Sprachgebrauch übernommen worden und man weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Und kann das ungefähr im Alltag anwenden. Die genaue Bezeichnung ist halt Calciumsilikatplatten. Ja. Wo dann auch noch nicht nur Calciumsilikat drin ist, natürlich auch noch Zauberpülverchen, die ich jetzt nicht kenne, die werde ich auch nie kennenlernen. Das sind halt Zauberpülverchen, das ist das Betriebsgeheimnis. Und die Zusammensetzung ist zwar ausgewiesen, aber nicht einfach so mal ableitbar für Normalsterbliche wie mich. Gut, das war's zu dem Thema Bromatplatte. Wenn ihr Fragen habt, ganzes Thema Dämmplatten, Thematik, wann, wie viel, warum, bitte unten rein in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an, wenn ihr Fragen habt. Erklären wir euch das. Dann bis dann.